Herzlich willkommen zum Update Aktien und ja, was mir auf jeden Fall sehr gut gefällt, beziehungsweise was dann auch nachgefragt worden ist, möchte ich nun besprechen. Mal so ein kleines Update unter der Woche. Und es ist auch wieder ein wenig passiert, von daher weiterhin interessant. Ich gehe diesmal von unten nach oben die Liste durch. Ich habe mir so ein paar rausgesucht und unter anderem wieder Kuga. Da bin ich zuletzt über die Telegram-Gruppe darauf aufmerksam geworden. Ist für mich ein spannendes Marktumfeld und von daher freut man sich im Endeffekt, wenn mal eine Aktie in diesem Bereich auch gut einbüßen muss. Dann findet man in dem Sinne auch schöne Einstiegspunkte, wenn man dort langfristig denkt. Glaube ich, dass man da nicht ganz schlecht dabei ist. Gerade Robotik, glaube ich, kann man sowieso nicht mehr wegdenken. Von daher wird es auf lange Sicht vermutlich auch wieder besser aussehen. Auch wenn man hier solche Kursverluste ja, erschreckend findet erstmal. Aber trotzdem kann man hier versuchen, Einstiegsmöglichkeiten zu finden, wenn man das natürlich möchte, und dementsprechend dann auch diversifiziert ist, kann man darauf spekulieren. Ich würde hier auch so eine 100% Position mitnehmen und dann eben partizipieren, ohne quasi mein Risiko dann darin zu halten. Aber wenn solche Bewegungen hier eintreten, dann ist das ja auch wieder ein Zeichen für einen eventuell weiter ansteigenden Aufwärtstrend mit entsprechender Erholung. Wir hatten jetzt hier schon mal ein neues Hoch gesehen, hier auch ein neues höheres Tief. Also zunächst erstmal ein ganz gutes Anzeichen. Auch hier dieser Impuls ist auf jeden Fall sehr schön zu sehen. Wir müssten jetzt hier nochmal eine Korrektur sehen, die hatte ich auch schon mal angesprochen in dem letzten Video. Wie wir jetzt auch hier sehen, hatten wir hier eine lange Seitwärtsphase. Kann man dann hier so, wenn man diese Idee teilt, hier gerne mit einem Widerstand erweitern. Das heißt, ja, dann damit etwas spielen und da den Einstieg suchen, in diesem Bereich zumindest. Wenn man dann davon ausgeht, dass der Widerstand auch ja, die entsprechenden Halt mit sich bringt, die Unterstützung, es wäre auf jeden Fall charttechnisch schön so zu sehen, um dann eben hier die 100% mitzunehmen. Das wäre jetzt dann auch hier rein charttechnisch, muss man natürlich gucken. Hier haben wir nochmal Widerstandszonen, vor allem hier dieser Bereich, der jetzt auch hier zum Tragen gekommen ist, ist natürlich recht stabil. Und hat auch jetzt für diese entsprechende Reaktion gesorgt. Da muss man natürlich drüber kommen und dann steht einem potenziellen Ziel der 100% nicht mehr so viel im Weg, aber ist natürlich immer noch eine kleine Hürde zu verzeichnen. Das wäre aber erstmal ein gutes Signal. Ich möchte hier aber auch darauf hinweisen, dass es prinzipiell natürlich eine Spekulation ist auf eine Erholung. Da muss man dann eben eventuell auch etwas mehr Zeit mitbringen und auch ja, da die entsprechende Vision teilen. Dann möchte ich mal auf diese Teco 2030 eingehen. Also, weil es nochmal nachgefragt worden ist, wir haben hier norwegische Kronen. Ich habe keinen anderen Chartverlauf gefunden. Es gibt von dem Euro hier zwei, einmal hier nochmal in US-Dollar. Da kann man nichts mit anfangen. Dann habe ich hier nochmal in Euro. Damit kann ich auch nichts anfangen. Und das ist was anderes. Von daher, also ich habe hier auf jeden Fall nichts dazu mehr gefunden, nur diesen in norwegischen Kronen und damit kann man auch nichts anfangen. Das ist nicht repräsentativ. Das hier oben war ein Versuch, das in irgendeiner Weise zu beschreiben. Das ist hier das Übergeordnete von diesem Bereich hier nach oben. Also das ist aber, das kann man auf jeden Fall vergessen. Also ja, da kann ich leider keine Aussage zu treffen. Gehen wir weiter. Bausan. Ja, ihr seht es kommt immer wieder jetzt in meinen Videos vor. Wie gesagt,
Es hat mein Interesse auf jeden Fall so weit geweckt, dass ich hier das Ganze mal verfolgen möchte. Und wir sind an einem sehr heißen Punkt hier. Dieser Bereich muss halten quasi, um ja hier jetzt dann auch einen Ausbruch zu schaffen. Wir hatten jetzt einen Ausbruch nach unten. Das ist jetzt erstmal charttechnisch nicht so schön, weil wir dann entsprechend, ja, wenn da die entsprechenden Trader so handeln, hier ein Retest kommt und dann nach unten weitergeht, weil wir den Ausbruch aus diesem Pattern haben. Aber nichtsdestotrotz, ja, kann man eventuell darauf spekulieren, dass das nicht eintritt, sondern hier die Korrekturen halten und eher der Ausbruch nach oben möglich ist, zumindest. Ja, also das wäre so das allgemeine Szenario. Aber bin ich auch noch nicht investiert und beobachte ich jetzt erstmal, was da weiterhin passiert. Einstiegsmöglichkeiten findet man immer wieder, wenn man die entsprechende Ruhe mitbringt. Dann United Lithium. Lithium bin ich immer noch offen für, aber ja, muss man natürlich schauen, wo man jetzt da noch Einstiegsmöglichkeiten findet. Hier sind wir gerade in einer Korrektur. Wir haben aber hier wenig Substanz mal wieder. Das heißt, wir können da nicht wirklich analysieren. Wir können Annahmen treffen, Ideen entwickeln. Und eine Idee wäre jetzt eben hier diesen Einstieg zu suchen, um die 100% unterm All-Time-High zu closen. Dafür müsste aber die entsprechenden Reaktionen kommen. Bei solchen Chartverläufen kann es auch einfach mal sein, dass der ganze Kurs nochmal abrutscht und das Ganze dann nochmal neu aufbaut. Das hat man jetzt zumindest auch oft gesehen bei anderen Aktien, die diesen Verlauf dann auch erstmal dargestellt haben, ein neues High gebildet haben. Dann ist aber auch oftmals dieser Verlauf erstmal nochmal darunter unter den Einstiegskurs und dann die Aufholjagd auf ein neues All-Time-High. Ich würde jetzt hier erstmal nicht spekulieren, sondern erstmal auf zum einen natürlich auf Impulse warten und dann ein Re-Entry suchen. Hyundai wurde auch nachgefragt, möchte ich natürlich jetzt auch in dem Zuge jetzt drauf eingehen. Ja, wenn wir mal auf den Monat runter, ach, das gibt's doch nicht, auf den Monat runter gehen, haben wir jetzt hier die perfekte Korrektur gesehen. Beziehungsweise natürlich nicht perfekt, sondern recht spät. Natürlich für den Einstieg perfekt. Wenn man da den Einstieg gefunden hat, ist man direkt auch im Plus. Aus aktueller Sicht sowieso jetzt. Wir hatten jetzt dann aber auch eine sehr schöne aufsteigende Bewegung sehen. Die folgt natürlich meistens nach diesen Korrekturen. Das ja, ist natürlich jetzt schon gelaufen, kann man aber möglicherweise hier dann nutzen, um einen Re-Entry zu finden. Der ist auch gerade schon erfolgt in dem Bereich. Von daher auch das ist schon soweit erstmal gelaufen. Man kann natürlich hier dann versuchen, noch zu partizipieren, wenn man da ja Einstiegsmöglichkeiten finden möchte. Natürlich unter dem Aspekt, dass das hier keine Anlageempfehlung ist, sondern meine Meinung. Ja, also von daher prinzipiell passt es. Wir haben hier um die 40 Euro. Das heißt, wenn man hier Einstiegspunkte findet, dann wären wir bei 80 Euro im sicheren Bereich bei der 100% und könnten risikofrei partizipieren. Das wäre so das Szenario. Dafür bräuchten wir ein neues High und wieder eine impulsive Bewegung, die jetzt dann, ich denke mal, hier geht erstmal so noch. Das sieht mir sehr nach einer Seitwärtsphase aus. Die hatten wir auch hier in dem Bereich schon gehabt. Da befinden wir uns jetzt aktuell wieder. Also ich würde da noch mal, ja, man kann natürlich Einstiegsmöglichkeiten suchen jetzt, wenn man da Interesse hat, aber ich würde da noch auf einen etwas seitwärts gerichteten Kursverlauf tippen. Ansonsten ist natürlich auch, wenn man sich diesen Punkt hier anschaut, auch eine interessante Zone in dem unteren Bereich dieser Korrekturphase, die hier zum Tragen kommt. Also auch das
ist ein mögliches Szenario, dass wir dann diese Bewegung in dieser Form vorfinden könnten. Da haben wir nämlich dann eine Unterstützungszone, die positiv für uns wirkt. Und zum anderen dann wahrscheinlich auch, ja, haben wir ja schon definiert, ein schönes Kursziel in dem Bereich. Wenn wir aber jetzt hier das Ganze optimiert betrachten, dann können wir sogar bei dem All-Time-High das 100% Ziel ansetzen. Das heißt, der Verlauf wäre in diesem Szenario so. Wir würden hier, wo dann eventuell auch sowas entstehen kann, dieser Breakout, dieser Retest hier nochmal drauf. Das wäre dann das Szenario, aber wir sind dann schon risikofrei und können das einfach mitnehmen. Ja, das wäre das Szenario, wenn wir etwas Geduld mitbringen und auf der sichereren Seite sein möchten. Das ist natürlich keine Garantie, dass hier jetzt dann die Reaktion kommt. Aber prinzipiell wäre das Szenario, was denkbar wäre. Ja, also auf jeden Fall eine schöne Sache, wenn es dann so kommt. Siemens Energy, sind wir auch in der Korrektur. Ich gehe natürlich jetzt wieder viele Korrekturen durch, weil es für mich jetzt auch wieder ja, allgemein etwas interessanter wird vom Aktienmarkt her. Wir hatten jetzt tiefe Korrekturen, die sind immer weitergegangen, immer weiter gefallen und jetzt bin ich auch so wieder dabei. Ich habe den Kryptobereich verlassen, beziehungsweise nicht verlassen, sondern einfach möchte dort nicht mehr weiter investieren zunächst. Deswegen hier jetzt erstmal wieder der Aktienbereich, wo die nächsten Investments von mir reinfließen und deswegen schaue ich mich natürlich jetzt auch um, was für Möglichkeiten geboten werden. Rein charttechnisch natürlich, so wie ich es immer mache. Ja, und deswegen hier auch jetzt immer wieder der Fokus auf die Korrekturen. Was anderes interessiert wahrscheinlich auch die Zuschauer euch nicht, sondern eher die Korrekturen und wo man Einstiege finden könnte. Von daher passt das auch mit dem Video überein, denke ich. Ja, schöne Sache, Siemens Energy. Könnte sich hier jetzt langsam mal wieder erholen. Das wäre ganz nett. Wir haben jetzt, ja, wir können keinen wirklichen Widerstand hier einzeichnen. Da gibt es einzigste Möglichkeit, hier diesen Peak wiederzunehmen als markanten Punkt. Aber das ist auch ein bisschen schmal, sage ich mal, sich darauf zu stützen. Aber prinzipiell hat das ja schon mal erstmal funktioniert. Und ja, mögliche Reaktion, aber es ist mir allgemein zu hoch. Das hatte ich, glaube ich, beim letzten Video auch schon erwähnt, dass mir dieses Ziel hier oben einfach zu weit entfernt ist. Als impulsive Bewegung, wenn hier natürlich sowas hier anschaut, ist das auf jeden Fall möglich, dass man dann auch mal hier so eine Bewegung sieht, jetzt nachdem es hier bergab gegangen ist. Aber darauf würde ich jetzt nicht spekulieren. Aber als langfristige Anlage macht das, denke ich mal, auch Sinn. So, kommen wir mal zu einer Goldposition. Ja, Korrektur, alles okay. Wir haben jetzt hier ja, eine Konsolidierungsphase, die auch schon ein bisschen länger geht, wenn man das jetzt hier so betrachtet. Ist auf jeden Fall immer so in Etappen aufgebaut. Wir hatten hier so eine Zone, jetzt haben wir in dem Bereich wieder eine Zone aufgebaut. Jetzt sind wir in diesem Zonenbereich. Ja, also muss man mal schauen, was daraus jetzt dann wird, was dieser Zirkus soll. Ja, hoffentlich wird das Ganze mal gebrochen mit einer impulsiven Bewegung, die jetzt aus diesem Korrekturlevel rausgeht. Das war jetzt etwas zu krass, denke ich mal. Also sowas wäre mal ganz schön, dass wir hier ein neues High bilden. Das heißt, diesen Downtrend, den wir hier jetzt sehen, dass der gebrochen wird. Wenn man jetzt diese Analyse mal so einfach annehmen möchte, dann haben wir den bereits gebrochen hiermit jetzt. Aber um wirklich mal Signale hier zu sehen, dann wäre doch mal ein neues Hoch hier ganz nett, welches dann wieder in einer Korrektur mündet und ja, dann auch wieder neue Kursziele generiert. Wir haben hier oben noch ausstehend die Ziellevel. Das heißt, wenn wir jetzt hier die Reaktion sehen wollen,
dann wäre das Szenario so, wie es hier dargestellt ist, dass wir eine Aufwärtsbewegung haben, die Korrektur, daraus wieder eine Aufwärtsbewegung, die dann im Optimalfall die 100% dann auch möglich macht. So, ja, das wäre so das Szenario in dem Fall. Und wir schauen mal weiter auf Rocktech. Da haben wir auch eine Korrektur. Ich bin da auch nicht investiert. Warum war ich nicht investiert? Weil ich aufmerksam gemacht worden bin in dem Bereich und es für mich einfach hier kein Investment Case darstellt, weil die Aktie einfach zu krass gestiegen ist. Natürlich, in dem Fall ist sie weiter gestiegen, aber das ist für mich einfach kein Investment Case, eine Aktie hinterher zu rennen, die gestiegen ist, um dann nochmal einzusteigen. Da warte ich dann auf Korrekturen. Die Korrektur bietet sich wie immer irgendwann an, in dem Fall jetzt. Aber auch jetzt bin ich da noch nicht wirklich motiviert zu investieren. Aber das liegt daran, dass ich einfach auch schon in den Bereich investiert bin, allgemein. Und ja, wie man sieht, hier in dem Bereich würde ich eher auch auf eine Korrektur tippen. Deswegen war es für mich kein Investment Case. Ja, hier haben wir auch das neue All-Time-High geknackt, was dann auch zu einer entsprechenden Reaktion führen kann, wie wir es hier gesehen haben. Aber darauf verlasse ich mich nicht. Das Ganze könnte nämlich genauso auch so ausgehen und dann hat man auf jeden Fall hier einen besseren Einstiegspunkt. Aber das ist jetzt ein bisschen zu viel ausgeschmückt. Das ist jetzt hier nicht so relevant. Aber prinzipiell wäre das eher ein Szenario für mich. Auf jeden Fall zu der Aktie hier. Ja, Korrektur, wer die Aktie haben möchte, kann sich langsam mal daran tasten oder auf den Retest vom All-Time-High warten. Gehen wir zu Zoom. Ja, war natürlich auch eher so ein Corona-Gewinner. Wir haben jetzt hier eine Aufwärtsbewegung gehabt, die wir jetzt hier schön korrigiert haben. Wie man auch hier sieht, Korrekturen kommen immer. Man könnte natürlich auch hier irgendwo einsteigen, ist trotzdem noch im Plus, aber ist für mich, wie gesagt, auch kein Investment Case, da einfach aufzuspringen. Ja, Korrektur abgearbeitet, jetzt sehr tief in der Korrektur. Wir können jetzt hier nicht wirklich viele Widerstände heranziehen. Das ist alles so eine Idee, ja, die eventuell für eine Unterstützung sorgen könnten. Deswegen ist das ja so zu betrachten, dass es eine Spekulation ist. Aber wir können natürlich hier dann auch die entsprechenden Kursziele definieren. Wenn wir jetzt hier bei 250, dann wären wir bei 500 im 100% Ziel. Also macht auch hier theoretisch Sinn, ja, da das 100% Ziel heranzuziehen, zumal wir jetzt dann hier ein neues High bilden müssten, beziehungsweise einfach nochmal hier diesen Retest abwarten müssten auf das All-Time-High. Von daher auch das macht theoretisch Sinn. Ja, also auch das prinzipiell interessant weiterhin zu beobachten. Alibaba, wenn ich das richtig sehe, richtig, Alibaba. Hier warten wir immer noch auf die Korrektur in diesem Bereich. Wir haben jetzt hier auch diesen Trendkanal gebrochen, weiterhin haben jetzt auch wieder ein neues Tief gebildet. Vor allem, ja, und jetzt wird das übergeordnete Ziel, Korrektur. Ziel, sage ich mal, immer interessanter. Wir haben jetzt schon den unteren Bereich von der untergeordneten Zone hier erreicht. Das heißt, da kann auf jeden Fall noch der Kurs etwas runterkommen und vielleicht dann irgendwann auch wieder ein Turnaround stattfinden. Ja, die Zone allgemein ist ja auch recht interessant hier in dem Bereich. Wenn man jetzt hier die Konsolidierungsphasen anschaut, haben wir jetzt hier schon öfters auch die Bewegungen hier gesehen, auch hier in dem Bereich, hier wieder. Also könnte recht unterstützend wirken und vielleicht auch da einen schönen Einstieg generieren, den wir hier auch schon mal so definiert haben. Dann würde man bei einem neuen All-Time-High die 100% closen.
Intel, auch in der Korrektur, auch schön, in der Vergangenheit auch wieder gut funktioniert. Deswegen auch hier alles soweit intakt. Wir hatten jetzt zuletzt kein neues Hoch gebildet. Aber hier mit der Hilfe von dem tieferen Tief hier haben wir es geschafft, hier nochmal hochzukommen. Wir hatten aber auch da nicht kein neues High gebildet in Bezug auf diesen Punkt. Das ist ein bisschen negativ zu sehen. Jetzt muss hier die Korrektur halten. Ansonsten gehe ich davon aus, dass der tiefer geht, um hier mal wirklich über diesen Bereich hier drüber zu gehen. Ja, weil der hatte einfach hier nicht genug Kraft, um das hier zu überschreiten. Also wir haben hier an dem Punkt hatten wir ein höheres Tief und das hat zu diesem High geführt. Das war aber kein neues All-Time-High. Dann haben wir ein neues Tief gebildet und das hat dazu geführt, dass wir kein neues High zu dem Punkt gefunden haben, wo wir hier die Einstiegspositionen oder die Leute, sag ich mal, investiert haben. Von daher ist das eher so ein Zeichen, dass das nochmal tiefer muss, um einfach neue Käufer zu finden, die dann über diese Linie hier mal, beziehungsweise dann auch im Anschluss hierüber die Energie mit sich bringt, dann das Ganze zu überschreiten. Das wäre jetzt aber nur so ein Szenario, was möglich wäre. Es muss nicht genauso eintreten. Auf jeden Fall haben wir jetzt auch die Zeit langsam überschritten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt ein paar Anregungen gefunden und vielleicht ja auch die eine oder andere Position, die euch interessiert und die ihr weiter beobachten könnt. Auf jeden Fall bis Samstag zu den weiteren Updates der Aktien. Mal schauen, was diese Woche noch passiert. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, lass gerne ein Like da oder abonniere meinen YouTube-Kanal. Ansonsten kannst du mir auch gerne auf Instagram folgen oder meiner Telegram-Gruppe beitreten. Beide Links findest du in der Videobeschreibung.